Die Multi geht jetzt gerade quasi zu Ende und wie man hinten sehen kann, ist die Stimmung großartig. Die Jugendlichen hatten zwei tolle Wochen hier in Oberhausen. Es sind aus aller Herren Länder Jugendliche zusammengekommen, haben zusammengearbeitet, haben hier Projekte durchgeführt, soziale Projekte, kulturelle Projekte, und gleich werden wir auf der Bühne sehen, was denn da an Ergebnissen rausgekommen ist. Ich bin schon sehr gespannt, aber wir wissen aus dem einen oder anderen, was wir so gehört haben, dass das alles wunderbar war. Wir sind jetzt ja heute hier im Stadion Niederrhein zum allerersten Mal und werden jetzt heute hier die Ergebnisse der Projekte sehen, in denen die Jugendlichen in den vergangenen zwei Wochen gearbeitet haben. Einige haben zum Beispiel ein Tanzprojekt gehabt, es gab ein Musicalprojekt, wir haben eine Multiband, die sich aus verschiedenen Projekten gegründet hat. Also diese Vorstellung erwartet uns und vor allen Dingen auch die Familien, dass die Familien sehen können, was haben unsere Kinder eigentlich gemacht in den zwei Wochen. Wir hatten aus 14 verschiedenen Nationen ungefähr 350 Jugendliche plus Betreuer und Helfer, so etwas über 400 beteiligte Leute in diesem Jahr. Wir hatten zum ersten Mal die Gäste aus den USA da, aus Kalifornien. Dann hatten wir zum ersten Mal eine Gruppe aus Peru. Das war was ganz Besonderes, weil diese Gruppe auch Deutsch sprach. Das war eine Deutschklasse. Und wir hatten zum ersten Mal eine Gruppe aus Griechenland dabei, die wir im letzten Jahr schon besucht haben, die jetzt den Gegenbesuch gemacht haben. Also die Kommunikation lief meistens über Englisch. Einige Gruppen sprechen Deutsch. Kommunikationsprobleme gab es schon ab und an, aber die konnten recht schnell mit den klassischen Händen und Füßen dann doch irgendwie bewerkstelligt werden. Also das klappte schon mit der Kommunikation. Eins der Highlights war wohl unser Besuch im Friedensdorf Oberhausen, der in diesem Jahr als Sozialtag angedacht war. Das war für viele der Gäste was ganz Besonderes, was ganz Neues. Sie kannten die Institution Friedensdorf nicht und das war wohl so das Beeindruckendste, was hinterlassen wurde. Ja. Für die Stadt Oberhausen ist neben vielem anderen eins ganz wichtig, dass wir uns als weltoffene Stadt verstehen. Und die Multi ist, finde ich, eines der schönsten Beispiele dafür. Und das hat man jetzt auch wieder in den 14 Tagen hier erlebt. Es gibt ja keine größere kommunale Jugendbegegnung in ganz Deutschland als diese. Und das ist ja nicht nur das Interesse an irgendwelchen Titeln oder sowas und Rekorden, sondern vor allen Dingen das Interesse an dem Austausch der Jugendlichen, die auch unsere Stadt bereichern. Und das, finde ich, ist das Besondere an der Multi, weswegen wir so stolz auf diese Multi sind. Genauso ist das. Wenn man Nachrichten schaut oder Zeitungen liest und ob America First oder von Kriegs- und Krisengebieten in dieser Welt liest, stellt man sich häufig die Frage, was kann man dagegen tun? Fühlt man sich dem ausgeliefert? Ich glaube, jeder von uns kann in seinem Rahmen, mit seinen Möglichkeiten etwas dagegen tun. Und das zeigt die Multi, weil hier 350 Jugendliche zusammengekommen sind, um etwas für Austausch, für Völkerverständigung, für das Miteinander zu machen. Und das ist ein wunderbares Beispiel.